Leere Tische, soweit das Auge reichte. Der Regen machte am Sonntag den Veranstaltern der Kohessen-Party zum Auftakt einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Regenschirme prägten das Bild und wurden zum wichtigsten Begleiter des Tages. Wer keinen hatte, der wurde erfinderisch. Die gute Laune ließen sich die Emstaler dennoch nicht verderben und genossen einen Tag mit reichlich Musik und vielerlei Angeboten an den zahlreichen Ständen der Aussteller. Und weil es noch nicht nass genug war, sorgten die Jugendfeuerwehren des Wolfager Landes noch zusätzlich für spritzige Abkühlung an ihrem Spiel- und Infomobil. Am Nachmittag ließ sich die Sonne dann aber doch nochmal blicken, sehr zur Freude der Teilnehmer der ADAC Oldtimer-Ausfahrt sowie der kleinen Besucher beim Kinderschminken und auf dem Karussell. Trotz Regens ein gelungenes Fest, das seinen Höhepunkt im Auftritt von RTL-Supertalent Michael Holderbusch fand.